Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Streaming-Tipps an diesem Mittwoch, den 24. Mai. Heute versucht sich unter anderem Autonarr James May als Koch und Charlie und Paula werden in ihrer Pubertät von sprechenden Penissen und Vulvas überrascht. Und auch in unserem ersten Tipp geht's um überraschte Teenager, die haben aber mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Das Leben von Jin Wong läuft im Moment nicht so gut. Seine Familie ist gerade erst umgezogen und als einziger chinesisch-amerikanischer Junge findet er an der neuen Schule keinen Anschluss. Das ändert sich aber schlagartig, als der Austauschschüler Wei Chen auftaucht und Jin ihn durch die Highschool führen soll. Die beiden werden schnell gute Freunde und langsam läuft es wieder für Jin. Bis zu dem Zeitpunkt, als immer mehr unerklärliche Dinge passieren, die alle irgendwie mit Wei Chen zusammenhängen. What's going on? I'm not from this world. I need your help with my quest to stop the uprising. The gate between Earth and Heaven is opening. Okay. You must stop it or everyone will perish. The fate of your world hangs in the balance. I don't really see how I fit into this whole thing. You're my guide. Can we come up with something a little bit cooler than guide? Servant? Yeah, no, you're right. Guide's better. Wei Chen ist der Sohn einer Gottheit der chinesischen Mythologie. Und plötzlich ist Jin Wong mitten in einem Kampf zwischen Göttern. In der Comic-Verfilmung American Born Chinese dürft ihr euch über einige bekannte Gesichter freuen, zum Beispiel über Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh aus Everything Everywhere All at Once. Ihr findet die Action-Comedy-Serie American Born Chinese jetzt bei Disney+. Auch Teenager Charlie hat es an der Schule nicht leicht, aber Charlie hat zum Glück seine beste Freundin Paula, mit der er schon seit Ewigkeiten befreundet ist. Doch jetzt in der Pubertät ändert sich ein bisschen was. Vor allem, als Charlie eines Morgens aufwacht und feststellt, dass sein Penis mit ihm redet. Charlie, aufwachen. Hallo, aufwachen. Ab heute sind wir zu zweit. So leicht wirst du mich aber nicht los. Hallo, mein Großer. Hast du gerade mit deinem Penis geredet? Was? Pass auf, dass ich der Einzige bin, der mit seinem Geschlechtsteil redet. Das sieht Schlimmeres, oder? Wieso? Das ist kompliziert. Das brauchen wir. Yeah. Sprichst du mit deiner Vagina? Pulver! Oh, das ist alles zu viel! Auch Paulas Geschlechtsteil fängt an, ihr ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Und das verkompliziert natürlich alles. Am Titel des Films kann man schon erkennen, dass Hammerharte Jungs das Spin-off zu Harte Jungs und Knallharte Jungs aus den 2000ern ist. Natürlich ist auch Axel Stein wieder mit dabei und dementsprechend auch schlüpfrige Sexwitze. Ihr könnt Hammerharte Jungs jetzt auf Netflix gucken. Wie versprochen geht's heute auch noch ums Kochen. James May kennen die meisten wohl aus Formaten wie Top Gear oder The Grand Tour an der Seite von Richard Hammond und Jeremy Clarkson. Doch für seine Serie James May, Oh Cook, kehrt er den Autos mal den Rücken zu und stellt sich in die Küche. Ganz getreu dem Motto, jeder kann kochen. Dafür wagt er sich an die verschiedensten Gerichte aus aller Welt. Und schon in der ersten Staffel haben sich dabei mehr oder weniger erfolgreiche Kochversuche ergeben. I learn, you learn. Oh God. And then we are all fed by knowledge. It's not burned, it's just well done. All those things you see being cooked on the television are actually made by people like Nikki, not celebrity chefs. Celebrity chefs can't actually cook. Das Konzept bleibt in Staffel 2 gleich und es gibt natürlich wieder Tipps und Tricks direkt vom Herd. Ihr könnt die neuen Folgen James May, Oh Cook jetzt auf Prime Video streamen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, aber morgen geht's hier mit 3 neuen Tipps weiter und die findet ihr dann überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder ihr hört uns mal über euren Smart Speaker von Amazon. Dafür einfach den Detektor FM Skill installieren und schon könnt ihr Alexa nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. Lia Rogge hat die Tipps rausgesucht und Benjamin Zedani hat die Folge produziert. Ich bin Anja Bolle, sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute?
Online- und Videostreams, TV-Programmen und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.